Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Show zu Tycoon. Ich wollte gerade sagen, The Elder Scrolls 5 Skyrim, aber das ist es irgendwie nicht. Das muss irgendwas machen. Wir sind immer noch in unserem Zoo. Oh, die Pinguine haben Kinder. Die sind so klein, da kann man gar nicht draufklicken. Das ist Kaiser Pinguin 3. Sagt mir mal eine kleine YouTuberin. Mir fällt gerade spontan niemand ein, aber es gibt total viele, die klein sind. Aber ich wüsste gar nicht, ich wüsste jetzt nicht, bei wem das hervorsticht, dass er klein ist. Wird der Jules oder Jules? Das ist einfach mal unser Jules, ja? Jules, herzlich willkommen in unserem Zoo. So, ich gebe jetzt, also ich kenne mich schon mit YouTubern aus, so ist nicht. Falls ich jetzt aber irgendwelche falsch schreibe, liegt das daran, dass ich mich jetzt nicht darüber informiert habe vorher. So, wir bauen mal hier so unendlich weiter diesen Weg. Wir haben ja noch so ein bisschen Platz in unserem Turm. Man kann übrigens auch mal die Wicht aufs Hinten sechseln. Wenn man ein bisschen Platz in unserem Turm. Wir haben noch nicht so viel Platz verbraucht. Hui! Also, gibt übrigens auch tolle Cheats für das Spiel, wenn ich es mal kurz anmerken darf. Da hatte ich meinen Spaß mit. Zumindest als ich noch klein war. Ja, ich konnte mich jetzt ruhig als Cheater beschimpfen, aber das war so früher, da war ich einfach zu... Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich sag jetzt so mal mit 9 Jahren, 10 Jahren, da hatte ich erstmal einen total langsamen PC, der Probleme hatte, die ganzen Besucher zu berechnen, die hier durchgelaufen sind. Und ich hatte das Problem, dass ich einfach nicht... Ich habe es einfach nicht gerallt, wie man damit wirklich jetzt Geld verdienen kann mit dem Zoo. Das kann man nämlich wirklich auch, wenn man jetzt nicht die Preise auf 100 Dollar pro Person hat. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie kann ich jetzt das Geld verdienen? Und dann habe ich es immer nicht geschafft, dann ist mein Zoo irgendwann pleite gegangen, dann war ich voll traurig. Folge davon war, ich war halt öfter mal traurig, weil ich zur Tycoon ziemlich oft gespielt habe. Also, wenn ich traurig meine, meine ich wütend. Und dann habe ich mal im Internet nachgeguckt, was es denn so an Sachen dafür gibt. Und dann bin ich auf Cheats gekommen. Es gibt Cheats, das wusste ich vorher noch gar nicht. Ich bin da selber irgendwie drauf gekommen. Ich habe übrigens das über den ISDN-Modem damals angeschlossen. Damals, in den glorreichen Zeiten, die gar nicht so lange her sind, möchte ich mal anmerken. Auf jeden Fall, dann habe ich geguckt und, naja, habe dann Cheats gefunden bei mogelpower.de.com oder net oder was auch immer. Ich guck denn bei Mogelpower nach, keine Ahnung, das gab's halt früher. Weiß nicht, vielleicht kennt man die Seite heute noch, ich habe keine Ahnung, wie berühmt die heute ist. Auf jeden Fall, da bin ich dann das erste Mal auf Cheats gekommen, durch Zoo Tycoon. Und da gibt es da einen Cheat. Da drückt man die Shift-Taste und 4. Also man macht ein Dollarzeichen. Das mache ich jetzt mit Absicht nicht, weil wenn ich das mache, dann ich kann ich das einmal machen. So, zack. Ich habe jetzt gerade, jetzt gerade 10.000 dazu, und aber wie ihr sehen könnt, ist hier was kaputt gegangen. Und zwar passiert das dann, da gehen nämlich die Gehege kaputt. Und dann habe ich den Cheat einfach benutzt, als das Spiel noch gar nicht angefangen hatte. Oh oh. So. Nicht, dass die Löwen uns hier unsere Pinguine auffressen und danach dann im Schnee erfrieren. Auf jeden Fall habe ich dann so tolle Zoos gebaut damals. Yuga ist sehr krank, das ist aber schade. Wo bist du denn, Yuga? So, jetzt kommt uns da lieber Dr. J da an. Und guck mal, wie gut er sein Handwerk kann mit grob verpixelten Grafiken. Hallo. So, da ist er wieder kuriert, der liebe Löwe. Ist doch schön. So, jetzt haben wir nochmal neue Tierobjekte bekommen. Jetzt können wir euch, kann ich euch mal zeigen, was gibt denn hier noch alles für die. Wir haben hier Anubis-Pavian, Steppenzebra, Spitzmaulnashorn, Thomson-Gazelle, Gnu, Giraffe, Nilpferd, afrikanischer Löwe haben wir ja bereits manche von. Leopard, afrikanisches Warzenschwein. Amerikanisches Bison, Schwarzbär, nicht zu verwechseln mit Schwarzbrot. Dann ein Elch, sibirische Tiger, Braunbären, graue Wölfe, Schimpansen, bengalische Tiger, Jaguar, amerikanisches Dickhornschaf, Eisbären, Kaiserpinguine, Spießbock, Dromedar und Krokodil halt, Salzwasserkrokodil. Wir haben noch nicht alle Tiere erforscht. Das dauert noch ein bisschen. Ich muss gerade mal, tut mir leid, wenn ich ein bisschen Rotze hoch hier so. Tut mir leid.
Es tut mir wirklich leid, ich sollte sowas nicht machen. Aber ihr wisst doch, alle, wie es beim Let's Playen ist, ja? Man ist so, wie man ist. Ja, ich mache das auch in der Freizeit immer. Naja, hier ist es halt. Beim Let's Playen ist man so eigentlich meistens so ein bisschen mehr Schweinehundiger drauf als sonst. Es ist auch so, dass ich beim Zocken gerne mal den Bösen raushänge. Dass ich spiele gerne böse Charaktere in Videospielen. Ich finde das viel awesomer, als gute Charaktere zu spielen. So, okay, 5 bauen wir schon. So ist das also, ne? So. Huch, jetzt habe ich es falsch rumgebaut. Na, so. Das ist ein bisschen Mausarbeit hier. Ja, Problem ist, für den Gegend zu gelangen, weil ihr da nicht reinkommt, das verstehe ich schon. So, dann, was können wir hier reinmachen? Ich mache gerne mal so eine bunte Mischung. Ich mache zum Beispiel jetzt mal Affen, ja? Und wie wir gerade schon gesehen haben, die Schimpansen, die mögen gerne... Was werden die denn alle krank bei uns? Was haben wir für einen ungesunden Zoo, bitteschön? Also, falls jemand Pro in diesem Spiel ist, was ich ehrlich gesagt nicht mehr glaube, dass die noch lebendig existieren quasi, dann kann er mir doch mal so ein paar Sachen, die ich noch nicht gerallt habe, in dem Spiel erklären. So, kommt mal her, meine kleinen süßen Schimpansen, auf dieser Pitu. So, hier kann man übrigens auch noch, das habe ich ganz vergessen, hier kann man ja Sachen noch erforschen. Jetzt machen wir kurz mal ein paar Forschungen. Steppenzebra ist sehr krank. So, mögt ihr diese Stelle? Nee, habe ich mir schon fast gedacht. Dann kriegt ihr diese Standardteile hier. 1, 2. So, Schimpansen mögen natürlich Klettergerüste und nochmal Klettergerüste. Ach, ich habe vergessen, einen neuen Tierpfleger zu bauen. Fällt mir gerade. Aua, jetzt habe ich gerade einen Krampf im Fuß. Das gibt es doch gar nicht. Warum habe ich denn so einen scheiß Krampf im Fuß? Vielleicht, weil ich heute Sport hatte. Das ist ja unglaublich. Ich rede mit euch mal wieder über die tollsten Themen. Ja, also gestern, da habe ich meine von Rheuma geplagte Hand mal wieder versucht zu bewegen. Und da ist mir doch glatt ein riesig fette Druckstelle darauf erstmal aufgeplatzt. Oder gestern, da war ich auf der Beerdigung von der Susanne. Ja, und da hat mir der Fridolin hat mir dann erzählt, dass auch die Margret und der Karl-Heinz Dieter Otto Franz gestorben ist. Ja? Ich mein, Mann, die Zeit, der geht so schnell vorbei. Oh, jetzt habe ich gleich das Gebäude, was ich gar nicht will. Dort ist es. Ich meine, irgendwann sind wir auch mal alle dran, ne? Sechs Bier für uns, Kellnerin. So, irgendwie wird das Gehege gerade ein bisschen voll mit Zeug. Ich bin mal wieder unlustig par excellence. Das ist übrigens auch ein Problem von mir. Ich finde mich selber ja nie witzig. Ich hoffe, ihr könnt das anders beurteilen. Aber ja, ich gehe davon aus, dass ich nicht witzig bin. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht. Ich mache das ganz gerne. Ich bin dann meistens bin ich nach dem Let's Play glücklich. Das ist total toll. Oh, jetzt klettert der da auf meiner Orchidee rum. Hallo, ich würde gerne wissen, ob... Hallo, wo bist du jetzt gerade? Ich kann den nicht anklicken, den scheiß Schimpansen. So. Nicht genügend Erdgelände und nicht genügend Gras. Die wollen immer schön viel Gras. Boah, der ist schlecht. Meine Fresse. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die silberne Plakette, hervorragende Gehegekonstruktion für ein artgerechtes Gehege mit mindestens einem Tier gewonnen. Wo ist das jetzt das, was ich gerade baue oder was? So, und dann wollten die noch Erde. Habe ich das richtig verstanden, ne? Ihr kriegt eure Erde. Oh, das war zu viel. Das zu viel der Erde. War das ja auch schon zu viel? Oh, toll, wie ich das gar nicht bemerke, dass ich meinen Tieren was aufdringe, was sie gar nicht wollen. So, jetzt habe ich mir aber gemerkt, dass es nicht... Es ist gut für sie, ist so... Ist gut geeignet, vielleicht mögt ihr ja noch ein kleines Wasserloch, das wäre doch mal schön so.
ein Tropfen Wasser kann doch niemandem schaden, oder? Doch, den offensichtlich schon. Ja, offensichtlich müssen die Tiere hier ja nichts trinken. Hier gibt es ja nicht mal Getränke. Warum sind meine Kackzebras die ganze Zeit krank? Ich meine, ich habe 3 Tierpfleger eingestellt. Kann das denn so schwer sein? Ich habe vergessen, den dritten einen Namen zu geben. Vielleicht deswegen. Dann ist das natürlich hier, das muss dann ja, wen haben wir jetzt? Da fehlt nur noch Peter und Sepp. Dann ist das hier der Pete. Und weil der Sepp ja... Ah, der Sepp wird so ein Touristenguide. Huch, ich klicke immer auf die rechte Maustaste, warum auch immer. So, das ist hier der Seppel. Na, Sepp. So, ich nehme mal kurz mit, Sepp. Du sollst ja hier auf die Besucher achten und dich gut um die kümmern. Und ja. Oh, das Gegen ist jetzt auch mittlerweile total beliebt. Das freut natürlich den... Das findet sogar der Peter lustig. Boah, jetzt einen raus... Ach, oh Gott, jetzt habe ich da irgendwelche Tiere reingesetzt. Ich sehe, bei euch ist da trampeltes Gelände. Das finde ich natürlich gar nicht gut. Das mache ich sofort vielleicht weg. Bei den Löwen auch. Bei den Löwen habe ich das ziemlich gut hingekriegt. Das ist ja an alle Stellen, wo das sonst immer passiert. Da ist es trotzdem passiert. Also hier vor die Teile und hier, da kommt meistens zertrappeltes Gelände, weil die da sehr oft drüber laufen hin. Guck, da sitzen sie. Gut, hier jetzt gerade sitzen sie in einem zertrampelbaren Gelände, aber es ist ja auch egal. Weil ich damit nur sagen wollte, ich bin voll cool und ihr nicht. Boah, jetzt können wir übrigens auch Gorilla hier ins Wasser setzen. Ne, können wir natürlich nicht. Das wäre immer interessant, also Wüstentiere, ja. Eine Herausforderung wäre ein Panda, aber die brauchen jetzt so lange, um freigeschaltet zu werden. So, hier werden übrigens die ganzen Sachen freigeschaltet. Ich kann ja mal zeigen, was es noch so alles für Möglichkeiten gibt, bevor ich jetzt hier ins Gras beiße und aufhöre zu Let's Playen, denn irgendwann, ja, ein paar Minuten haben wir ja auf jeden Fall noch. So, unser Zoo wird ja hier ungefähr zu Ende sein. Ich meine, mehr kriegen wir jetzt auf die Schnelle jetzt nicht auf die Reihe, vor allen Dingen, weil das Geld ja auch nicht unendlich reicht. Dann möchte ich diese... Was will ich denn gerade überhaupt... Hilfe. So, können wir uns einen Eisstand bauen, fällt mir gerade auf. Warum müssen die Leute jetzt genau hier stehen? Ihr seid voll Mongos. So, komischerweise kann ich jetzt gerade nur eingehen. Bauen wir da mal ein Vogelhaus hin. So, wir kriegen mittlerweile immer neue Wege freigeschalten. Ich baue das mal alles hier. Bringt wahrscheinlich sowieso nichts, aber ich mach's einfach. Ist ja nicht so, als würde ich euch das Spiel zeigen, ne? So, hier machen wir ja schön knallige Farben dran. Meine absolute Lieblingsfarbe kommt jetzt, ja. Oder auch gut. Boah, das lasse ich dran. Das ist so hässlich, das lasse ich dran. Habe ich noch was zu trinken? Nein, natürlich nicht. Mein Gott. Ist hier noch was drin? Oh, noch ein paar Stück. Mal ganz kurz. Ihr könnt nicht so lange... Löwen bei verzweifelten Paarungsversuchen zu sehen, die jetzt gerade nicht zu sehen sind. Erstmal von der Seite. So. Wer ist denn da zusammen? Da ist die Honeyball und der. Oh, und da ist auch noch der Sarazar. Also, das, wenn das nicht mal was fehlt, oh, jetzt liegen sie genau aufeinander. Das gibt es ja gar nicht. Also, ich bitte euch, noch nicht hier vor den Kindern. Ah, Lippen benetzt. So, jetzt. Den restlichen Tropfen kriegt man nicht mehr raus. So, was machen wir denn als nächstes? Ich mag die Ansicht irgendwie lieber. Ich weiß nicht, warum die ist so die Uransicht. Und die finde ich... Also, ich komme nur auf die klar irgendwie. Ich weiß nicht, warum. So, wir haben schon 215 Besucher. Das ist ja unglaublich. Und der Otto, der macht... Oh, der hat ja hier schon richtig Kohle gescheffelt. Und die Toilette, wie oft wurde die besucht? So, das kann man ja alles angucken. 5 Monate in Betrieb, die wurde schon 232 Mal benutzt. Wie sieht es mit unseren Einnahmen aus? Ja, unsere Besucherzahlen steigen knallhart, ne? Die scheint es nicht zu interessieren. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine sehr elitäre Schicht an Besuchern hier. Was sagst du denn? Nämlich jetzt dieses eine Menge kranker Tiere zu sein. Ja, was ist denn mit euch los, Alter? Guck mal, die koten hier hin, wie sonst was. Ich glaube, da muss ich mal ein paar Tierpfleger. Chris, komm her.
Speed. Du auch. Natürlich der Jay. Jay, du kommst da auch rein. So, ich hoffe, die verstehen jetzt, was sie machen sollen. Ja, ich will da noch einen Eisstand hinbauen. So. Vollkommen passend zur Deutschlandflagge nehmen wir jetzt eine random Farbe. Ich will die. So. Total schön, der Zoo. Sehr sympathisch übrigens auch. So, wir haben ja noch ein Gehege. Da können wir noch was rein tun, was Schönes. Was sind denn auch? Hey, ich finde, Giraffen sind ganz coole Tiere. Aber die sind auch irgendwie sind irgendwann wieder lang. Leopard. Wir nehmen jetzt Leoparden. Sind auch wieder hier Savannenbewohner. Habt ihr denn Lieblingstiere? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare. Boah, wie ich das einfach nur drauf habe mit den Kommentaren. Das ist unglaublich. Boah, die mögen wahrscheinlich sowieso wieder die Standard hier. Was sagt ihr denn? Ihr hättet gerne. Uiuiui. Braucht mehr Pflanzen im Gehege, zu mehr Felsen, Savannen, zu viel Savannen, Regenwald, Süßwasser und gerne Spielzeug. Ja, das mögt ihr ja nicht, ne? Ne, die wollen gegen Kratzbaum, fällt mir ein. Gehege. Beschäftigung. So, dann haben wir jetzt mal nur Beschäftigung. Dann kommt jetzt erstmal der Schaukelbaum, danach müsste der Kratzbaum kommen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Also die haben was von Regenwaldboden gefaselt hier. Hier und hier bauen wir noch, hier bauen wir noch. So, das war zu viel. Erde. Ja, Schaukelbaum jetzt verfügbar. Erde brauchen wir auch nicht mehr. So, und natürlich obligatorisch nochmal einmal in dem Wasserloch versuchen. Schön hier in Verbindung. Auch zu dem Salzwasser verträgt total gut. Oh, das war zu viel. Also, bitte. Was sagt ihr? Ihr braucht jetzt Spielzeug und eigentlich wollen sie ja, das sagen sie jetzt nur nicht, wollen sie auch noch hier. Steinchen, mögen die jetzt eigentlich das Teil? Nee, das mögen sie nicht. Obwohl sie teilweise Savannengelände haben. Nicht Savannen-Dings. Ihr wisst, was ich sagen will. So, dann den ein oder anderen Baum nehmen sie sicher. Den. Dann kommen wir vor nochmal so einer, damit. Ich mag das irgendwie, die Tiere so ein bisschen abzuschotten, auch wenn das nicht der Sinn eines Zoos ist. Aber ich, ja, ich meine, das müsste sein. Ich finde die Bäume eigentlich total hässlich, diese kleinen. Ich weiß gar nicht, warum ich die dauernd baue. So, Hauptsache, man sieht den nicht. Verstecken wir die ganzen Bäume einfach. So. Sieht noch hässlich aus. Oh mein Gott. Jetzt hätten die gerne Spielzeug und das hoffe ich lädt jetzt hier gerade. Ne, jetzt machen sie erst ein großes Schimpansen-Klettergerüst. Oh, da ist wieder ordentlich zertrappeltes Gelände. Also da kann man ja. Oh, huiuiui. Ich habe noch lange nicht alle Funktionen des Spiels gezeigt. Fällt mir gerade so auf. Steppenzebra 4, Steppenzebra 6, Steppenzebra 5. Was bist du denn? Steppenzebra 5 ist männlich. Oh, ist auch noch so trampeltes Gelände. Männlich tauschen wir aus gegen ein anderes männliches. Du bist weiblich. Du bist weiblich. Glück gehabt. Du bist Steppenzebra 6. Wo sind denn die ganzen anderen? Kommt her, ihr Steppenzebra. Zebratzen. Ein. Oh, das sind Schimpansen. Eins. Weiblich 2, weiblich 3, männlich. Verkaufen, weil wir neues männliches haben. 6,
ist weiblich, also können wir auch noch eins verkaufen, weil eins. Ja, weint ein bisschen, ist jetzt. Könnt ihr jetzt gerade nicht ändern. So, Thompson-Gazellen haben wir männlich, weiblich, weiblich. So, die verkaufen wir dann. Ja, ist total traurig, ne? Tut mir leid. Pech gehabt. So, Salz, Wasser, Krokodil. Haben wir 1, 2, 3 männlich, 4 männlich, 5 männlich, 6 weiblich, 7 männlich. Hui, da können wir ein paar weibliche verkaufen. Wir verkaufen mal hier 1 und wir verkaufen 2. Jetzt haben wir ein männliches, 2 männliche, 3 männliche und 3 weibliche. Wusste ich's doch. So, Ramla ist. Ja. Kaiserpinguine. Einmal. Die kommen schon zurecht. Die haben ein riesiges Gehege für so kleine Tiere, fällt mir ein. Und unzufrieden sind die Leoparden. Ja, ihr wollt Kratzbäume. Sollte bis nochmal neue Tiere verfügbar. Können wir uns auch noch gerade angucken. Elefanten! Ich sollte damit aufhören. Ich kann euch mal kurz zeigen, was passiert. Das Spiel ist eigentlich von Brutalität gar nicht so schwach. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Strauß nichts an vor einen Löwen setze, dann ist der einfach weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gehege öffnen würde, das kann ich gleich mal machen, dann haben die Tiere hellen Spaß daran, die Menschen durch die Luft zu wirbeln. So, wie lange brauchen die jetzt noch mit ihrem, sich mögen nur Elefanten, ne, richtig. Warum macht der jetzt Gorilla-Klettergröße? Der soll verdammt nochmal einen Kratzbaum machen und nicht so eine Kacke hier. Okay, wir machen jetzt eigentlich unsere Stände, Verdienste, 500 schon, 1700 und 2300 und du? 408. So, aber wichtig ist jetzt natürlich, wie viele Menschen so richtig einen abgeseilt haben. In den letzten 6 Monaten waren das 330 Menschen, die so eine richtig fette Wurst da reingesetzt haben. Und dich haben besucht, oh ja, auch immerhin ein paar Leute. Und jetzt könnte man hier noch weiter erforschen, noch weitere Ausstellungen. Das ist natürlich eine vollkommen falsche Schreibweise, das müssen wir natürlich ersetzen. Das ist natürlich nicht das Vogelhaus, sondern das Vögelhaus. Auch im auch umgangssprachlich bezeichnet als Puff, Bordell oder sonstiges. So, jetzt ist übrigens mittlerweile schon das eingetreten, was ich euch zeigen wollte, warum man diese Insel nicht setzen sollte. Das da ist ein kleiner Kothaufen, das da ist ein kleiner Kothaufen und das da ist ein kleiner Kothaufen. So, normalerweise würden die genialen Tierpfleger die alle ganz schön wegmachen, nur auf diese Insel kommen die Tierpfleger nicht. Nun haben wir das Problem, dass wir nichts mit diesen Teilen machen können. Wir können die nicht entfernen. Und ja, das Einzige, was wir machen können, ist einen Tierpfleger nehmen. Das ist die letzte Rettung vor der überflutenden Scheiße. Und den da draufsetzen. Das Problem ist, wir müssen jetzt nur ein Auge behalten, bis er die ganzen Sachen weggemacht hat, damit wir ihn da runternehmen können. Weil wenn wir ihn nicht da runternehmen, dann bleibt er jetzt für immer da drauf gefangen quasi. Ich setze mich da ein bisschen anders hin. So, jetzt mittlerweile. Katzenkletterbaum. Yay. So, Chris, macht Spaß, ne? Jetzt seht ihr, hier ist schon einiges Neues erforscht worden. Zum Beispiel ein Primatenhaus. Ist noch was für den Hardy. Primatenhaus. Hadis. Allerlei. Sie ist hier gerade von ziemlich weit weg, deswegen kann ich das kaum erkennen. Hadis allerlei sollte richtig sein. Ich habe mich gerade ziemlich zurückgelehnt. Jetzt sehe ich alles von so einem Blick von hinten.
weil ich nicht mehr so nah auf dem Bildschirm. Oh, ich treffe gerade an, so total so rumzuleilen, weil ich total. Ich sollte aufhören, dieses Spiel zu spielen. Aber es ist so awesome eigentlich und es ist so süß und diese. Oh, Jules. Ach ja, genau, wir wollten Chris ja wieder von der Insel entlassen. Fall ins Wasser, fall ins Wasser, fall ins Wasser, fall ins Wasser. Ach. Ich habe eine ziemlich gute Idee. So, wir bauen hier in das Krokodilgehege. Ein einziges Feld, auswählen, was sie nicht wollen, ist mir jetzt egal. Dann bauen wir hier kurz wieder eins weg. So, jetzt seid ihr vollkommen zufrieden hier. Oh, Schluck auf. So. So, und jetzt guck mal, wie diese Viecher sich verhalten da drauf. Voll geile Idee und so. Ich bin gerade neben meinem Mikrofon. Mein Gott, ich kann mich überhaupt nicht aufs Let's Play konzentrieren. Das gibt's ja gar nicht. Ich laber es halt die ganze Zeit, aber ich bin voll nicht in der Sache drin. Das gibt's ja gar nicht. Das ist unglaublich unverschämt gegen euch gegenüber. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich aufrichtig für mein Verhalten. Dafür wird das hier ganz hier ein bisschen länger. Ich hoffe, das wollt ihr überhaupt. Ja, ihr habt so gewisse Probleme, ne? Ja, kommt ihr da nicht runter? Sehr ärgerlich. Wie wär's, wenn man euch noch eine Mauer einbaut? Das finde ich jetzt lustig. So, da können wir jetzt nicht mehr zusehen, wie wir drauf verrecken. Egal. Ich hoffe, ihr lebt glücklich bis ans Ende eurer Tage. Das Gehege ist übrigens ziemlich beliebt, wie man sieht. Ist doch nicht Gehege 3, das ist doch hier Gehege 3. Das ist Gehege 7? Warum ist das Gehege 7? Das war Gehege 3. Gehege 7 müsste dann theoretisch das da sein. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Okay, aber die Tierpfleger sind offensichtlich sehr beliebt. Finde ich gut. Kriegt ordentlich Spenden. Ich bin jetzt mit zufrieden. Da hat das Spiel offensichtlich einen kleinen Bug. Aber die, ja, läuft. Sehr gut. So, falls ihr Geld verdienen wollt, macht das einfach so. Kriegt ihr offensichtlich Spendengelder, wie ihr sehen könnt. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die beiden verwechselt werden, aber trotzdem hier gibt Spendengeld und hier gibt Spendengeld. Gibt ihr Spendengeld? Ich sehe, ja, okay, jetzt kommt doch leider. Gibt er ja nicht, aber zumindest habt ihr so eine höhere Besucherzufriedenheit wahrscheinlich. Oh, der ist aber schon lange hier, der Besucher. Hier sind alle schon mehrstellig. Ah, nee, hier gibt es ganz viele noch. Guck mal den. Der ist am längsten in unserem Zoo. Der ist hungrig, ja, da musst du nur ein paar Schritte weitergehen. Aber das ist ja so ein kleiner fetter Bengel, der will das nicht. So, der sagt, die sind alle zufrieden, der mag gerne Thompson-Gazellen, der hat ja voll viel Glück gehabt. Und der hat im Zoo verbrachte Zeit vor kurzem. Das ist sehr lange. Und der musste auch mal auf die Toilette. Und die wird gerade ziemlich überrannt, fällt mir auf. Auch immer schön ist am Eingang. Toiletten, ganz viele. Da ist immer der Geruch dann so schön, wenn man reingeht und in der Schlange steht. Was ist denn da? Was ist denn hier das aktuelle Problem, dass ich das da nicht hinbauen darf? Ach, da steht einer und guckt sich die Wand an. Das ist ja unglaublich, was der macht da. Ja, ich denke, ich habe einen ganz guten Einblick da reinbekommen. Ich kann mal gucken, ja, der kann keine Nahrung finden. Das ist dann natürlich ärgerlich. Hier wird immer noch geforscht. Hier gibt es noch neue Sachen, die habe ich gerade alle deaktiviert gehabt. Hier wird noch ordentlich geforscht. Es gibt, kann man kurz jetzt hier durchgehen, diese Zäune, die sind natürlich viel offener. Die, aus denen hätte ich dann gerne überall ein Zoo. Oder die sind auch nicht so schlecht, finde ich. Ist ein bisschen schöner als diese Stahlzäune da. Oder auch nicht schlecht sind, das hier, das ist so natürlich angehaucht.
Naja, und dann kann man hier noch so kleine Verschönerungen machen, wie zum Beispiel hier einen Zaun hinsetzen und noch einen Zaun hinsetzen und noch einen Zaun hinsetzen, noch einen Zaun hinsetzen. Das hat voll viel Sinn. Also kann man theoretisch die Besucher in ihre Schranken weisen, fällt mir gerade voll gut auf. Ey, sollt ihr nicht alle durchlaufen? Wie funktioniert das? Das funktioniert ja in der Tat. Das ist ja voll geil. Der Aspekt ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Das ist ja voll genial. Ja, also habe ich euch gerade mal sogar einen Tipp gegeben. Habe ich mir selber einen Tipp gegeben. Ja. Hadis Haus besuchen einige Leute immerhin. So, dann hier verschiedene Wege. Kommt auch noch was dazu. Verschiedene. Also überall kommt noch was dazu. Hier kommt auch sogar schöne Blumen bauen. Oder Tiere aus Büschen reinsetzen. Oder aus dämlichen Gründen Palmen dahin bauen. Oder damit die Zuschauer, die Besucher sich stoßen, Kakteen dahinsetzen, auch immer sehr beliebt. Gibt einige verschiedene Steine. Mein Favorit ist natürlich hier der, ich mache euch alle nass Stein, der jetzt hier gerade leider nicht hinpasst. Ist ja schade. Dann reißen wir mal kurz das Vögelhaus ab. So, leider werdet ihr davon jetzt nicht nass, weil das hier einfach so im Steinboden versickert. Das ist ziemlich verstehbar. Ich kenne das zwar verstehbar nicht, aber ist ja auch egal. So, hier gibt es die verschiedenen Böden, die verändern sich nicht. Dann kann man hier, hat man hier noch so ein Höhentool. Kann ich zum Beispiel, kann auch so dämliche Sachen machen, was ich aber eigentlich machen wollte. Das ist doch das. Ach, weil das Wasser ist. Das kann man natürlich. Ich verstehe. So. Hier kann man das jetzt. Es ging gerade nicht, weil das Wasser ist. Ich verstehe. So. Tiere. Unterstände. Hier ganz viele verschiedene. Kommen auch noch welche dazu. Hier kommt auch noch ein bisschen was dazu. Hier kommt auch noch was dazu. Hier können wir sogar einen kleinen Teich bauen. Den können wir jetzt natürlich nicht mehr bauen, weil ich so schlau war und das Gelände hoch gemacht habe. Oder Brunnen oder so. Also wenn ihr einen schönen Zoo baut, habt ihr wirklich noch viele Tools übrig. Kommt, so, jetzt haben wir eine Karte zum Beispiel hingesetzt. Sieht total gut aus natürlich. Aber nur mal so eine Anregung. Man könnte jetzt zum Beispiel hier auch alles überdachen. So. Auch wenn das jetzt hochzugehendermaßen ein bisschen kacke aussieht. Oder hier so mega genial. Einfach Statuen in den Weg setzen. Ja. Und natürlich das Wichtigste ist, ihr könnt die Löwen freilassen. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Hey Chris, reg dich mal ab, ja. Für wichtigere Sachen als die Tiere. So. Wir setzen die jetzt alle hier ins Gehege rein, weil das eine weitere schöne Alternative ist. Das hört sich ja von an, so ein bisschen wie Dubstep. Was sind die geil? Was bist du denn für einer? Hammer awesome. Was machen die da? Das habe ich ja noch nicht gesehen, dass das so rumbackt. So, die fressen sich hier ein schönes Mittagessen zusammen. Ah, guck mal, ich kenne eine gute Lösung für euch. So, da sieht man nochmal die Gewaltdarstellung hier schön rumgeworfen. Oh, schade. Das wäre natürlich jetzt noch das Highlight gewesen. Der ist natürlich auch wieder ein geiler Typ, so wie die hier immer schön rumrennen.
So, dann würde ich mal mich verabschieden. Die haben mir offensichtlich sind nicht so zufrieden. Muss man sagen. Und da das Dubstep mir jetzt, der Dubstep mir ordentlich auf die Nerven geht, sage ich jetzt mal Tschüss. Bis dann nächstes wieder zu irgendeinem Let's Show. Alter, definitiv nein. Ich kann heute nicht mehr reden. Ne, was ich sagen wollte, ist, ihr könnt euch natürlich auch noch alternativ andere Videos von mir angucken. Ja, viel Spaß. Nee.